Work smart, not hard. mein Name ist Anton Hottrick, ich bin der Executive Chef dieses Hauses und somit verantwortlich für die ganze Kulinarik. Da wir ja ein 5-Sterne-Hotel sind mit 2 verschiedenen Restaurants, haben wir verschiedene Bereiche. Also wir haben einmal die Gastronomie mit der Sterneküche jetzt vertreten, seit gestern auch wieder 2 Hauben erlangt, 16 Punkte damit. Und einmal haben wir das Restaurant Die Küche, wo wir einfach einfaches Essen hermachen, wo man auch wieder ein Schnitzel auf die Karte findet. Also wirklich, der letzte Gedanke soll nicht die Rechnung sein. Von meiner Reise, von meiner persönlichen Reise, die ich gemacht habe in meinem Leben, war einer der besten Zeiten, die ich unterwegs war, also mit dem Aquarello-Restaurant. Wir waren in Mexico City, haben dort gekocht gehabt, auch in Moskau gekocht gehabt. Das war eine meiner größten Erfahrungen. Koch, der ist ein wunderbarer Beruf, weil man wirklich reisen kann und viele Sachen einfach erleben kann. Unser Frühstück ist ausgezeichnet, bestes Frühstück Wiens. Ganz große Klasse, ist halt sehr ausgiebig, aber auch sehr gesund. Also wir arbeiten jeden Tag immer hart dran, sind auch immer bereit, zeitgemäß da zu gehen und uns dementsprechend auch anzupassen. Herzlich willkommen. Vielleicht darf ich Ihnen etwas zu unseren Zimmern zeigen. Auf der rechten Seite finden Sie dann hier das Badezimmer. Alles hochmodern mit Touchscreens zu bedienen. Sie können hier das Wasser einschalten und per Knopfdruck auch warm und kalt schalten. Hier kommen Sie dann in das große Zimmer. So, Sie finden in jedem Zimmer finden Sie hier einen Ausschnitt von einer Ballerina. In jedem Zimmer des Hotels Kempinski wird ein anderer Ausschnitt von dieser Ballerina präsentiert. Dieses Gebäude wurde ursprünglich als Hotel geplant. Es sollte die Gäste der Weltveranstaltung beherbergen, wurde auch zu diesem Zweck eröffnet. Allerdings war der Ansturm dann auf diese Weltausstellung nicht ganz so groß, wie man erwartet hat. Und das Hotel ist dann nachher in den Besitz der Stadt übergegangen und wurde dort als Magistrat weitergeführt. Im Jahr 2013 hat sich Kempinski dann dieses Haus angenommen und hat es dann als Hotel wieder eröffnet. Das heißt, es wurde dann lange, lange nach der geplanten Eröffnung, über 100 Jahre später, dann als Hotel wieder neu eröffnet. Ja. Also unser Hotel ist ein mittelgroßes Hotel. Wir haben 152 Zimmer. Das heißt, wir können einen sehr persönlichen Service für unsere Gäste bieten. Wir haben ein Personal, was sich dann wirklich auch individuell um diese Gäste kümmern kann. Es vermittelt das Flair von einem Grand Hotel, aber auch das Persönliche von einem etwas kleineren Hotel. Ja, unser Spa-Bereich hat einen osmanischen Touch. Hatte auch damit zu tun, Wien wurde ja belagert auch von den Osmanen. Das heißt, wir haben einen starken osmanischen Einfluss. Dem hat dann Kempinski mit der Wiedereröffnung auch Rechnung getragen und hat dieses Element, was ja mit Wiens Geschichte verbunden ist, auch in unserem Spa versucht wieder zu spiegeln. Es gibt verschiedene Treatment-Räume, auch unter anderem für ein Pärchen, wo man sich zu zweit massieren lassen kann. Wir haben eine hervorragende Relax-Zone, wo man sich ausruhen kann, entspannen kann, nach einem Bad im Hydropool oder natürlich nach einem Saunagang, wo Sie dann eine Gemischtsauna vorfinden oder eine Ladies-Sauna sowie ein Dampfbad. Ich bin aufgewachsen in Griechenland, studiert habe ich in München Geschichtswissenschaften, bin danach nach Hamburg weitergegangen und bin dann hier ins Palais Hansen Kempinski als Concierge gekommen. Als Concierge kümmere ich mich um die verschiedenen Gästewünsche, die können manchmal ausgefallen sein, manchmal alltäglich, was ein Gast während seines Aufenthalts braucht, wir assistieren ihn gerne. Es wurde assistiert von unserem Concierge-Team bei der Hilfe, einen Lipizzaner zu kaufen in Wien. Nachher war dieses Pferd gekauft, es musste natürlich auch noch exportiert werden in die USA, auch da waren wir dann die richtigen Ansprechpartner, um diesen Transport zu organisieren. Als Kulturliebhaber sage unbedingt mal die Kirche am Steinhof anschauen. Das ist eines der versteckten Highlights in Wien. Eine super schöne Jugendstilkirche. Etwas schwer zu erreichen, aber wirklich eine wunderschöne Kirche, die man unbedingt gesehen haben muss, mit einem fantastischen Ausblick über Wien und etwas Einmaliges weltweit. Aber nicht sehr bekannt. Unbedingt einmal vorbeischauen. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.